Darf ich vorstellen, Felix Domke mit den softwarebestimmten Emissionen. Und hier ist die deutsche Übersetzung des Talks. Wir sind Mr. Bronze und Pink Dispatcher. Und wir hoffen, es gibt etwas Feedback am Schluss. Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich habe einige interessante Talks schon gesehen. In den anderen Sälen sind auch interessante Sachen. Also vielen Dank, dass ihr hierher gekommen seid und mir zuzuhören über softwarebestimmte Emissions, Abgase und Software-Defined Emissions ist der Titel. Ich bin Felix Domke, ich mache sonst Embedded Software Security, normalerweise nicht in Autos und auch normalerweise nicht Sachen, die irgendwas mit Verbrennung haben und so. Ich bin da nur reingezogen worden in Autosoftware, als mein eigener Volkswagen angeblich ein Betrüger war und ich wollte wissen, was da eigentlich los war. Und ich habe letztes Jahr schon darüber gesprochen, über die Software-Details in dem Volkswagen Charan, von dem Betrügergerät in dem Charan. Da könnt ihr nochmal nachgucken. Dieses Jahr gucke ich eher auf den Prozess, diese Autosoftware zu analysieren. Ich will gucken, ob dieser Prozess sich auf andere übertragen lässt. Und der erste Schritt, wenn man so ein Stück Software hat, das nicht das macht, was Leute denken, dass es tut, ist, die Firmware zu bekommen und ein Binary-Image der Firmware zu bekommen. Und bei meinem Auto wusste ich, es war ein Bosch EDC 17 und es ist ein Bosch-Computer, den viele VWs benutzen, auch mein Auto. Und ich wusste überhaupt nichts darüber, wie man die Software da rauskriegt und so. Und ich habe Google gefragt, ja, wie kriegt man die Software aus einem EDC 17? Google hatte ganz viele Antworten dafür und das waren Leute, die mir was verkaufen wollten, Chiptuner, die ihre eigenen Geräte gebaut haben, wo man den Computer einstöpseln kann und dann holt es das Image daraus durch die Ausnutzung von einigen Fehlern. Aber ich wollte eigentlich nichts kaufen, man braucht sehr viel Zeit und ich hatte viel Zeit und wollte es selbst machen. Und was auf diesen Webseiten steht, wenn man nichts kauft, da steht, wie man die anschließt und wo man 12 Volt anschließt, wo man den CAN-Bus anschließt, das ist dieser serielle Kommunikationsbus, den dieser Kontrollcomputer benutzt, mit dem er mit dem Rest des Autos kommuniziert. Normalerweise ist das ganz einfach. Wenn man solche ECUs analysiert, dann reproduziert man es am besten auf seinem Schreibtisch und nicht in einem Auto. Um den Computer zu booten, braucht man nur Erde, 12 Volt und einen Startpin für 12 Volt und dann bootet das. Und auf meinem Schreibtisch sah das ungefähr so aus. Und sobald wir dieses Setup haben, können wir den ECU, den Kontrollcomputer, booten, können Python benutzen, um damit zu kommunizieren. Das ist fantastisch. Und wir benutzen SocketCAN, das ist der CAN-Support in Linux, das ist auch großartig. Und wir können auch MicroPython benutzen, wenn man ein kleineres Gerät hat, was zum Beispiel in einem Auto ist. Wir können mit der ECU reden. Wir sprechen in modernen Autos, hat man das Protokoll UDS. Und ich habe das etwas vereinfacht, aber man kann die ECU fragen, ich möchte den Speicher an einer bestimmten Adresse lesen, du gibst ihm die Adresse und sagst, lies mal 4 Bytes an dieser Adresse und dann kriegt man die wieder. Und ja, vielleicht kann ich so einfach die Software dumpen und komplett auslesen. In meinem Fall hat das Device gesagt, ja, Sicherheitszugriff verweigert. Also musste ich einen Security Access Command, und das heißt Request Seed, und dann kriegt man eine 64-Bit-Zufallszahl zurück und dann muss man den Zufallszahlen-Seed finden und dann woher haben wir diese geheime Funktion? Wir können die Software selbst angucken in dem Kontrollcomputer oder wir können Reverse-Diagnosis-Software benutzen, zum Beispiel die Volkswagen-Software, die sie in Werkstätten benutzen für VW, oder man kann es in seinen eigenen Tools machen, das vielleicht auch einfacher geht, zum Beispiel Third-Party-Diagnosis-Software. Für diese Bosch-ECU war die super geheime Funktion dieses hier. Ich musste diese Zahl addieren und das heißt PIN-Code. Das ist nicht so super geheim, aber sobald ich das wusste. Ja, danke. Also,
ja, sobald man das gemacht hat, schickt man das Ergebnis zurück und dann kann man das Lesekommando wieder senden, das Read-Kommando, und dann kriegt man die Daten. Und das ist großartig. Und wir können einfach zur Laufzeit den Speicher auslesen, während das Auto läuft. Aber bei der Bosch ECU war es so, dass man nur bestimmte Bereiche auslesen kann. Den meisten Speicher kann man auslesen und manche sind ausgeschlossen. Aber die meisten interessanten Stellen kann man lesen. Aber man kann den Code nicht lesen. Man kann nichts aus dem Flash-Speicher auslesen. Aber natürlich sind wir Hacker und wir finden schon einen Weg. Die CPU ist hier ein Infineon Tri-Core. Und diese mit der ich mich beschäftigt habe, die TC1707 und der Chip. So, da kann man immer in einen Bootloader-Mode gehen und kann man booten. Der Chip erzählt einem einfach, welche man mit 3 Volt verbinden muss, und am Ende des Bootloader-Modes kann man Code laden, aber man kann den Flash-Speicher nicht lesen. Das Flash ist gelockt und ist nicht lesbar, bis man ein ganz bestimmtes Passwort hinschickt. Und das war nicht so toll. Also habe ich geguckt, was man noch machen konnte. Das Datenblatt ist sehr genau, beschreibt sehr genau, wie man diesen Chip behandeln muss. Und es gibt den Flash-Supply-Pin, und der Flash ist in demselben Paket, aber hat einen eigenen Versorgungspin, und welche Parameter man nicht überschreiten darf, um das korrekte Funktionieren zu gewährleisten. Also ich will ja das gar nicht korrekt machen, sondern ich will den Flash-Inhalt haben. Also verletzen wir die Anforderungen. Und jetzt gucken wir mal, was außerhalb dieses Bereichs passiert. Bis unter einem bestimmten Spannung, 1,6 Volt, funktioniert alles normal. Also das hilft nicht weiter. Aber unterhalb dieser Spannung hängt es einfach nur im Bootloader. Das hilft uns auch nichts. Und interessant ist am ganz spezifischen Spannungslevel, und das ist etwas unwissenschaftlich, aber es ist wirklich nur die Spannung, die ich ausprobiert habe. Und üblicherweise bootet das Gerät und Flash ist geschützt, und bei anderen Spannungen funktioniert es gar nicht und hängt. Aber manchmal passiert was ganz Spezielles. Das Device hat gebootet und der Flash-Speicher war nicht geschützt. Also konnte ich auch den Flash-Speicher auslesen. So, ja, jetzt hatte ich das Image und ich konnte wirklich anfangen, das zu reverse-engineeren, dieses Betrugsgerät. Und das gleiche wie im letzten Mal zum Teil, aber das will ich nicht alles wiederholen. Also habe ich Akustikfunktionen angeguckt. Kontrolliert auch den Schadstoffausstoß. Und das ist der Testzyklus, der dieses Defeat-Device aktiviert. Und bei dem Charan kann man genau diesen Testzyklus fahren und die Daten rausholen. Und es ist tatsächlich genau dasselbe Gerät wie in vielen anderen Volkswagen-Autos. Alle diese Volkswagen-Betrugsgeräte haben im Prinzip mehr oder weniger alle dieselbe Akustikfunktion. Und zur Erinnerung vom letzten Mal, es gibt einige Kurven, die gespeichert sind in dieser Funktion, die sehen so aus. Und das hier ist der NEDC-Testzyklus, den man fahren muss, und der ist ganz genau definiert, wie schnell man fahren muss, für wie lange, wie viele Sekunden, welche Zeit. Und wenn man das als Strecke über Zeit ausdruckt, dann hat man dies. Das ist die Strecke, und man bewegt das Auto nicht wirklich, man macht es im Lab auf dem Rollenprüfstand, aber was das Auto denkt, wie weit es gefahren ist. Und wenn man diese Kurven darüber legt, dann sieht man, dass es perfekt zusammenpasst. Und so funktioniert dieser Testzyklus. So wird er beschrieben, das für meinen Charan. Und jetzt habe ich geguckt, was sind die anderen Kurven? Was machen die in Nordamerika? Denn die haben nicht diesen NEDC. Und ich habe was Interessantes rausgefunden. Jemand hat ein interessantes Dokument geschickt,
that was this. It was an emission service action. Ein Ausstoß-Service-Action und es beschreibt, es war eine Rückrufaktion für einige Autos, die ein Software-Update brauchten. Und das ist das Dokument, was die Werkstatt informiert, was sie tun muss. Und es hatte etwas ganz Interessantes drin. Und das war Dezember 2014. Und lange bevor Dieselgate publiziert wurde. Und die haben schon von Volkswagen Erklärungen verlangt. Und die Untersuchung war schon im Gange und Volkswagen wusste schon, dass was los war. Und die Leute wussten schon über das Betrugsgerät. Und interessant war, dass die Engine-Management-Software wurde verbessert, dass der Ausstoß optimiert war, sodass es optimal lief. Und was genau wurde jetzt geändert in diesem Software-Update? Und sie sagen es einem genau, es ist die alte und die neue Version und dann kann man gucken. Man kann die Firmware-DVD runterladen von Volkswagen und dann die ECU-Software ist so ähnlich wie die Bosch-Software, über die ich vorher gesprochen habe. Da ist eine Akustikfunktion wieder und diese Kurven, die hier gespeichert sind, die passen genau zu den amerikanischen Testzyklus. Und das ist einer von denen. Es gibt noch mehr verschiedene Testzyklen. Hier ist noch eine, die einen anderen Test matcht. Und das ist noch eine Kurve in der Software. Und das ist der Test, der dazugehört. Und es gibt ganz viele davon. Ja. Aber ich habe etwas Interessantes festgestellt. Einige der Kurven waren viel weiter auseinander als andere. Dieser zum Beispiel. Das ist eine kleine Wahrscheinlichkeit, die nicht null ist, dass auf der Fahrt zur Arbeit morgen könnte man aus Versehen genau diesen Zyklus treffen. Jedes Mal, wenn man morgens fährt und jedes Mal, wenn man fährt, würde das Auto denken, es ist im Testzyklusmodus und würde mit der optimalen Ausstoßkontrolle arbeiten. Und anscheinend führte das zu Problemen. Und was ich gesehen habe, was Volkswagen hinzugefügt hat zu dieser Software, in diesem Rückruf ist diese Funktion. Also es ist aus einer Disassemblierung und in Pseudocode ist das dies hier. Und sie haben tatsächlich den Lenkradausschlag angeguckt und wenn man das Lenkrad bewegt hat, dann haben sie einfach die Kurven völlig ignoriert, diese offenen Kurven ignoriert. Und das, ja, wenn man das Lenkrad bewegt, dann ist man nicht in einem Testzyklus und deswegen versuchen wir nicht in diesem optimalen Modus, in diesem ausstoßoptimierten Modus zu arbeiten. Und ja, es ist Spekulation, aber das kommt fast zu allem, was ich gelesen habe. Und wenn das Auto in diesem Testzyklus zu oft im Testzyklus arbeitet, dann wird der Partikelfilter verstopft. Und die Lösung von Volkswagen ist, und das, während sie schon untersucht wurden von der Umweltagentur, haben sie dies schon gemacht. Und ich habe mit der ein NDA geschrieben für mehr Details, aber kann nicht darüber sprechen. Aber es gibt noch mehr Autos. Und das ist eine Metastudie vom Transportministerium und haben viele Dieselautos getestet und was sie herausgefunden war, und das ist von der ICCT. Die orange Linie ist das Limit für den Ausstoß und die Balken haben ein oberes und unteres Ende und das untere Ende ist, wie viel die Autos. Das ist nur für Stickoxide. Und das ist, wenn sie im Testzyklus im Labor haben. Und alle diese Autos sind unter dieser orangen Linie geblieben und wurden zertifiziert. Aber wenn man wirklich auf der Straße fährt, dann produzieren sie den Ausstoß am oberen Ende von diesem Balken. Und das ist für viele Autos viel höher, zum Teil ein Faktor von 10 und mehr, wenn man das Auto normal auf der Straße fährt. Und das ist interessant, denn die Autos können die Ausstoßstandards einhalten, aber warum machen die das nicht immer? Warum verhalten die sich so verschieden im Testzyklus,
und auf der Straße. Und versuche einen Teil einer Antwort zu geben, wie ein Auto den Ausstoß optimiert. Okay, das ist ein Modell eines Dieselmotors. Frische Luft geht rein und Benzin und der Abstoß geht raus. Und viele Stickoxide gehen auch raus. Aber das wollen wir nicht. Deshalb fügen wir ein EGR-Ventil dazu, das im Prinzip dafür sorgt, dass ein Teil der Luft zurückgeführt wird und nochmal durch den Dieselmotor geht und nochmal verbrannt wird. Das bedeutet, dass die Temperatur der Flamme sinkt. Das heißt, man verbessert den Ausstoß durch die Temperatur. Aber man vergrößert das Scoot-Level. Es gibt also diesen Trade-off, ob man zu viel Soot bekommt oder zu viele Stickoxide. Also kann man sagen, die grüne Gegend ist nicht besonders gut, weil beide Seiten sind irgendwie schlecht. Und hier sieht man das Ergebnis eines verstopften EGR-Ventils. Okay, EGR als Lösung kostet am wenigsten, es funktioniert bei geringen Belastungen, aber es besonders viel Benutzung verstopft dann die Filter und das Fahrvermögen geht runter. Es ist nicht geeignet für große Motoren oder wenn man ganz schnell fährt oder schnell beschleunigen will. Okay, eine andere Methode aufbauend darauf ist die selektive Katalyse-Reduktion. Die grobe Idee ist, man packt einen Katalysator, einen SCR-Katalysator in die Kette und da drin passiert diese Reaktion. Man kann es vereinfachen und sagen, okay, wenn man Ammonium als Katalysator mit benutzt, dann werden die Stickoxide zu Nitrogen und Wasser verbrannt und das ist okay. Das Problem ist, Ammonium ist das. Das will man nicht den Fahrer nachfüllen lassen. Also ist die Lösung, lass uns doch Ammonium im Auto selber herstellen von etwas, was weniger gefährlich ist. Und wir nehmen dann Harnstoff und Hitze und erzeugen Ammonium. Und die Lösung ist AdBlue oder Diesel Abgasflüssigkeit. Es ist nicht gefährlich, man kann es kaufen und es ist relativ billig. Also wenn man das zu dem Katalysator dazu packt, wenn man also dieses AdBlue benutzt, dieses Urea, dann können wir die überflüssige Hitze noch dazu benutzen und den Stickoxide reduzieren und haben Nitrogen und Wasser. Da ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil des Ammonium, was dort benutzt wird, dort bleibt, bis es fertig aufgebraucht ist und deswegen wird es dort einen kleinen Speicher geben. Und wenn dann beim Start des neuen Motors, da noch Ammonium ist, dann kann das benutzt werden und wenn der Motor dann wieder warm wird, dann kann Neues produziert werden. Der Nachteil daran ist, man braucht eine Pumpe und viel Software, um diesen Prozess zu kontrollieren. Und außerdem braucht man eine Heizung, das AdBlue irgendwie vor Einfrieren schützt. Also das Auto wird ungefähr $500 teurer, das ist für ein kleines Auto schon ein großer Unterschied. Und man braucht große AdBlue-Tanks, damit man ein paar tausend Kilometer kommt. Es ist aber effizient bei großer Belastung. Okay, die dritte Methode ist LNT, die ist billiger als SCR für kleine Motoren. Man braucht nichts zusätzliches einkaufen und es ist aber nicht effektiv für Hochgeschwindigkeitsfahrten auf Autobahnen. Um nochmal auf den Talk zusammenzufassen, EGR
reduziert sozusagen in Abgas und funktioniert in der Engine. Die andere Technologie funktioniert nach dem Motor. Aber all diese Technologien haben Für- und Wiederabwägungen. Und wenn man normal fährt, hat man eigentlich keine Nachteile, weil niemand den Ausstoß testen kann. Aber wenn man unter dem Test-Cycle fährt, dann hat man natürlich perfekte Abgaswerte. Okay, nochmal einen Blick auf das größere Bild. Was eigentlich auch andere Autos machen. Das ist zum Beispiel ein Opel Zafira Auto, ein ziemlich modernes Auto, ein EU6 Auto. Und es sollte eigentlich wirklich geringen Ausstoß, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten, haben. Aber es hat überraschenderweise keinen guten Ausstoß. Man sieht, dass der Zafira die Grenzen des EU6 bis zu 12-mal überschreitet. Und das ist besonders witzig, weil es gibt diese Opel-Werbung, die Diesel-Technologie, die hier benutzt wird. Man hat ganz viel Spaß mit Diesel ohne Reue und man hat super Auszahlung. Und jetzt haben sie die Werbung leicht geändert und haben diesen Teil eingefügt. Okay, während der Tests hatten sie die 12x-Emissionslimitierung Grenzen, aber bei derselben zurzeit haben sie eine andere Temperatur benutzt. Und das hat die Performance des Autos deutlich verbessert. Und die Außentemperatur war 10 Grad statt 24. Und sie haben Opel gefragt, warum das der Fall war in ihrer Untersuchung. Opel hat geantwortet, dass die PGR und SCR funktionieren am besten zwischen 20 und 30 Grad. So, das ist der normale Bereich. Ja, okay. Und ist das wirklich nur dieses Temperaturfenster? Also haben wir uns ein Auto besorgt und das untersucht. Und die ECU in diesem Auto ist Opel-eigene, von GM entwickelt, weil Opel eine GM-Tochter ist, von General Motors. Es benutzt ein Power-PC, ja, genau, ja. Und benutzt einige diese Variable-Length Instruktionen mit unterschiedlicher Länge, ganz seltsam im PowerPC. Und wie fangen wir das jetzt an, das Firmware-Image zu bekommen? Also habe ich das Internet gefragt, wie man das auslesen kann. Und einige Chiptuner haben schon die Standard-ECU hochgeladen. Und mit ihrem Chip-Tuning-Tool und es ist nicht ganz dieselbe ECU, aber es ist ähnlich. Und ich hoffe, die haben ähnlichen Code und vielleicht finde ich raus, wie das bei dieser geht, indem ich das angucke. Und wir haben den Dump gemacht, das Auslesen mit diesem Hacker-Tool, aber damit konnte ich nicht das Binary exportieren. Das Tool ist frei, aber einige der speziellen Features zu benutzen, muss man teure Hardware kaufen, die sich mit dem Auto verbindet. Und so sieht die Software aus. Ich habe das Image reingeladen, was ich auf dem Internet gefunden habe, aber ich konnte nicht speichern ohne das Zusatzgerät. Aber ich kann einfach einen Debugger im Speicher benutzen und einfach das dumpen aus dem Adressraum. Und das war das erste Firmware-Image, was ich hatte. Und ich habe es in einen Disassembler geworfen und habe die EDS-Function gefunden. Und das meiste von dem Speicher war ohne Security-Challenge lesbar. Also brauchte ich diese besondere Challenge nicht, um den Speicher auszulesen, aber das Flash war lesbar, aber nur mit dieser Security Challenge. Also was ist die Security Challenge? Vielleicht ist es so einfach wie bei Bosch. Und wie GM das macht, ist, sie speichern einen 16-Bit-Ein- und Ausgabewerte in der Firmware und es ist für jedes Gerät anders. Und die speichern nicht den Algorithmus, sondern sie speichern einfach nur das Paar und kein Algorithmus. Und naja, also macht man einfach mit Brute Force. Und jetzt kann man nur alle 15 Sekunden das ausprobieren. Also das ist schon ein bisschen sehr lahm.
Aber wie machen die GM-Tools das, die Original-Firmen-Tools? Ja. Chip-Tuner haben das reverse-engineert und das in ihre eigenen Tools eingebaut, aber ja, das kann natürlich deobfuscate und ist etwas Bit-Shifting. Und, also das war eigentlich ganz einfach zu beheben. Und die GM-Mechaniker sagen dir, wie man es anschließt, wo den Erde für den Canvas und was das bedeutet, ich kann diese Security Challenge jetzt überwinden und kann den Flash-Speicher auslesen, habe diese 4 Megabyte PowerPC-Code lesen können und das sind überwiegend mathematische Funktionen. Das sind keine Strings, es ist wirklich schwer herauszufinden, was diese Funktion genau macht. Es gibt tausende von Variablen und es ist wirklich schwierig herauszufinden, was die bedeuten. Also brauche ich irgendwie Anfangswerte, Startpunkte, bekannte Werte, die ich finden konnte. Und was ich zum Beispiel finden konnte, waren die Dichte von Dieseltreibstoff, die gespeichert ist. Und da habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass das irgendwas mit der Treibstoffmenge zu tun hat. Oder nützlicher waren noch OBD2-Aufrufe. Es gibt einige standardisierte Sachen, die man in ECU fragen kann, zum Beispiel Geschwindigkeit, Drehzahl. Und ich habe diese Tabelle in der Firma gefunden und dann hatte ich schon mal einen Startpunkt für Drehzahl und Geschwindigkeit und so. Das war schon ein guter Anfang. Es war gar nicht viel mehr, als man hier wirklich sehen kann. Also es war gar nicht so viel drin. Aber was ich dann nächst gemacht habe, ich bin einige Wochen das Auto gefahren und hatte ein Gerät dran, das ständig den gesamten Speicher gelesen hat. Und mit einfach alle paar Minuten habe ich einen Memory Dump gekriegt, also ein paar hundert Kilobyte jedes Mal, und habe das in meinen Disassembler getan. Und damit konnte ich dann verstehen, was die einzelnen Variablen tun. Und ich habe einige interessante Sachen herausgefunden. Das erste war, eine der ersten Sachen war zum Beispiel etwas, was so aussah wie dies hier. Das ist die Außentemperatur. Und dieses überprüft einen Bereich und es war, um das SCR-System zu kontrollieren. Und interessant ist, dass dieses verlangt, dass die Temperatur zwischen 20 und 30 Grad ist. Und es geht so ungefähr darum, bis hier zwischen 17,5 bis 32 Grad. Und das war ja nichts Neues, aber ich habe was Ähnliches gefunden. Aber andere Temperaturchecks, und man kann sehen, dass das hier anders geschrieben ist. Und es macht etwas Ähnliches, aber es ist ein getrenntes Code-Stück. Und das war hier für die Abgasrückführung. Und wir haben hier eine Optimierung, verschiedene für SCR und EGR. Und die haben keinen gemeinsamen Code, die haben auch verschiedene Temperaturfenster. Also wir haben dieses Temperaturfenster gefunden, aber gibt es noch mehr? Was wir noch gefunden haben, ist dieses. Und im Wesentlichen ist das, dass die Geschwindigkeit auslesen und mit einem Konstanten vergleichen. Und das sieht ungefähr so aus. Es überprüft die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und wenn das mehr als 145 ist, dann wird ein Flag gesetzt und unter 140 wird das Flag wieder gelöscht. Und die Höchstgeschwindigkeit ist in den Testzyklen ist 120, also würde das nie passieren. Also was gucken wir mal, was wir hier gefunden haben, ob das wirklich etwas ist, was ein Auto in der echten Welt macht. Also es wird jetzt ein bisschen technisch, ich bitte um Entschuldigung dafür, aber wir müssen einige Variablen angucken und nützliche Werte sind hier, wie viel Stickoxide sind hier dann noch nach dem Motor und nach dem Katalysator. Und wir haben Sensoren, einen vor und nach dem Katalysator und es gibt die Stickoxid-Konzentration. Und das haben wir gelockt und dann auch noch, wie viel AdBlue eingespritzt wird und die Temperatur des Katalysators. Und was wir noch uns merken müssen, ist, dass es auch noch Ammonia gibt dabei und sollte man im Kopf behalten. Aber hier ist, wie wir mit dem Auto gefahren sind. Die blaue Linie ist die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Und das geht von 0 auf 50. Und der kritische Punkt ist hier 145 Kilometer pro Stunde, den wir in der Firma gefunden haben. Die grüne Linie ist die Temperatur, die zwischen Umgebungstemperatur und bis 280 Grad und kritisch ist 300 Grad. Da wird aus dem Harnstoff dann Ammonia und wir haben hier etwas gefunden, das ist die SCR-Strategie und es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, wie der
Computer berechnet, wie viel AdBlue zu dosieren. Und 0 bedeutet gar nichts, 1 bedeutet normale Menge. Und 2 ist eine spezielle reduzierte Menge. Und wir haben die tatsächlichen Dosierungswerte noch gefunden hier und wir haben die Sensordaten von dem zwischen dem Motor und dem Katalysator und zwischen dem Katalysator und dem Auspuff. Und das Erste, was passiert, ist, also erstmal passiert noch gar nichts, bis zu dem Punkt, wo wir 200 Grad Celsius erreichen am Katalysator. Und bis zu diesem Punkt habe ich gesagt, die Temperatur erlaubt kein AdBlue sonst, aber dann kommt ziemlich viel AdBlue. Und wenn wir dann über 145 km pro Stunde gehen, dann ändert sich die SCR-Strategie und es gibt kein weiteres AdBlue bis zu diesem Punkt. Und dieser Punkt ist genau 120 Sekunden, nachdem wir 140 Kilometer unterschritten haben. Und das ist genau das, was wir in der Software gefunden haben. Also können wir sehen, das ist richtig, das ist tatsächlich das Fahrzeugverhalten. Und um den Effekt anzugucken, den es hat, müssen wir im Wesentlichen den Unterschied angucken zwischen der blauen und der grünen Linie in dem unteren Diagramm. Also die Menge Stickoxide, die entfernt werden von dem Katalysator. Und man kann in normalem Betrieb sehen, dass ziemlich viel Stickoxide entfernt werden. Die blaue Linie geht hoch, weil wir schneller fahren, und die grüne geht fast auf null. Und das funktioniert eine ganze Weile und dann funktioniert auch noch weiter, obwohl der Katalysator schon kein Ammonium mehr hat, und dann braucht es mehr AdBlue, aber wir haben so geringe Dosierung, also kommt kein neues AdBlue rein und der Katalysator funktioniert eigentlich nicht mehr und die Emissionswerte entsprechen denen des Motorausstoßes, also funktioniert die Reduktion hier nicht an dieser Stelle. Und hier sehen wir die Dosierung und hier sehen wir, wo die Katalysatortemperatur zu niedrig ist für die Dosierung, hier sehen wir den normalen Betrieb und dann sehen wir, wo es immer noch funktioniert, weil immer noch Ammonia da ist, gespeichert ist, bis es alle ist. Und dann 120 Sekunden, nachdem wir unterhalb von 140 km pro Stunde sind, funktioniert es wieder normal. Also meine Schlussfolgerung ist, dass der Katalysator aufhört zu funktionieren bei 145 km pro Stunde und die Effizienz sinkt auf null. Und ja, eine der Presseerklärungen, warum das nötig ist, irgendwelche komischen physikalischen Details, und wir haben das Experten gezeigt und die mit Verbrennungsmotoren schon lange gearbeitet haben, und die meisten davon stimmen dem nicht zu und waren anderer Meinung. Aber viel wichtiger ist, dass andere Autos, einschließlich meinem Charan, und das ist ein Euro 5 Auto, also eine Generation älter, und von dem weiß man, dass es dieses Schummelgerät hat und funktioniert immer noch deutlich besser als dieses Auto. Okay, wir haben weitergesucht und haben etwas gefunden hier, das sieht so aus. Es gibt einen Sensor, der den Druck misst. Und wenn wir gucken, wie wir Druck und Wärme zusammen in Beziehung bringen, dann checken die 91,5 Kilopascal. Und das größte Testzentrum in Europa ist 800 Meter. Das höchste Testzentrum. Okay, das Interessante daran ist, Druck ist was Wichtiges zu wissen für die ECU. Man muss wissen, wie viel Luft da ist, deswegen macht es viel Sinn, diesen Sensor zu haben für EGR. Aber für SCR, also nach dem Motor, wissen wir keinen Effekt, was der äußere Luftdruck für einen Effekt haben soll. Und andere SCR-Autos haben auch diesen Mechanismus nicht, weil es so scheint, als ob es physikalisch nicht nötig wäre. Okay, lass uns einen Blick auf EGR werfen.
was wir gesehen haben, als wir das Auto gefahren sind, während dem Test, also im Lab-Test-Cycles gefahren sind, sahen wir die ganze Zeit konstant viel höhere EGR-Werte, als man sie in der echten Fahrwelt vorfinden würde. Höhere EGR-Werte bedeutet, dass es geringere Stickoxide gibt vor dem Katalysator. Und wir waren neugierig, warum das Auto sich so viel anders verhält, wenn es auf der Straße fährt, statt auf einem Testzyklus. Und offensichtlich ging es hier nicht mehr um die Temperatur. Netterweise speichert das Auto den Grund in ein paar Variablen, die wir loggen können. Das sieht so aus, es gibt eine Menge von Dingen, die passieren können, dass die ECU einfach in einen anderen Modus umschaltet. Manche davon machen Sinn, zum Beispiel, wenn irgendwie die Kühltemperatur nicht mehr im Rahmen ist oder so, dann will man versuchen, es geht trotzdem um jeden Preis laufen zu lassen, aber es gibt auch Situationen, wo keiner dieser Situationen angemessen scheint und dann gibt es einen Stickoxid-optimierten Modus mit dem Wert 2 und wir haben dann ein paar Werte angeguckt von unseren Testfahrten und wir haben gesehen, der rote Graph zeigt uns den Grund, zu diesem begrenzten EGR-Modus zu gehen. Meistens ist der, in den meisten Fällen war der Grund 13 und manchmal nur 2, also nicht limitiert. Manchmal gibt es auch einen kleinen Schwung nach unten, dass es noch auf 2 rückt, aber eigentlich jede Beschleunigung bringt es sofort wieder auf den Fehlercode 13 und dann bleibt es dort für längere Zeit. Und 13 ist, wenn man nachschaut, das Load Limit. Und interessanterweise, wenn man das dann über das NEDC laufen lässt, dann sieht man niemals die 13. 16 bedeutet einfach, der Motor ist aus. Das scheint also zu erklären, warum die Werte so unterschiedlich waren im Test. Lass uns die Load Limit Funktion ein bisschen angucken. Sie ist im Wesentlichen durch 5 Kurven definiert. Jeder Gang hat eine Kurve und die schauen die RPM-Kurven an und wenn man bestimmte Werte überschreitet, dann schalten sie zu im reduzierten Modus. Den Schwellwert vergleichen sie mit Verbrauch von Diesel pro Zylinder und wenn man außerhalb dieser Kurven kommt, dann schaltet es auf den nicht optimierten Modus mit viel mehr Abgas und dann muss man in die grüne Gegend zurückkommen, um den optimierten Modus wieder anzuschalten. Wir können das hier mal sehen. Also hier ein Auto an einer roten Ampel, das bleibt stehen. Jetzt wird die Ampel grün und das Auto beschleunigt und beschleunigt und wird immer schneller. Und wird schneller, genau. An der höchsten Geschwindigkeit fährt das Auto für eine Weile, ein typischer Stadtzyklus, wenn ein Auto durch die Stadt fährt. Und die nächste Ampel wird gelb, das Auto bremst und wird langsam und hält vor der Ampel an. Und wenn wir das uns nochmal anschauen mit einer weiteren Variable, mit dem RPM. Wir können sehen, dass wenn das Auto anfängt sich zu bewegen, der RPM ansteigt und dann plötzlich ganz schnell absinkt, weil es eine manuelle Schaltung ist und der Fahrer den nächsten Gang geschalten hat. Hier sieht man das nochmal, okay. Und wenn man den Gang wechselt, dann fällt das RPM. Bei konstanter Geschwindigkeit natürlich nicht, weil man konstanten Gang fährt. Und jetzt drückt der Fahrer die Kupplung und der Motor geht in Leerlauf und das Auto wird langsamer. Eine weitere Variable, die letzte, ich verspreche es euch, das Drehmoment.
Also die Leistung des Motors in Kilowatt ist eine Funktion, die sich gut, genau, RPM und Drehmoment zusammen lassen einen Motor, können einen Motor sehr gut beschreiben. Wir zeichnen die einfach mal aufeinander in einem Graph ab. Mit dem RPM auf einer Achse und dem Drehmoment auf der anderen und dann sehen wir diese Kurve, die Punkte, die wir bekommen, wenn wir den Zyklus abfahren, den wir gerade gesehen haben. Der grüne Punkt zeigt, wo wir sind und wir starten das Auto. Es ist eine Weile im Leerstand und der grüne Punkt bleibt da bei ungefähr 800 Umdrehungen pro Minute. Drehung pro Minute und dann beschleunigt der Fahrer und das Drehmoment geht hoch, die Umdrehungen gehen hoch und an einem Punkt drückt der Fahrer die Kupplung, der Motor wird entkoppelt, das Drehmoment geht runter, es wird in einen neuen Gang geschalten, die Kupplung wird losgelassen und der Motor bekommt wieder Drehmoment, bis es seinen größten Drehungsmoment bekommt und dann der Fahrer wieder den nächsten Gang einschaltet und der Kreislauf sich wiederholt. Was wir zeigen wollen, es gibt dann diesen Moment bei 1800 Umdrehungen pro Minute ungefähr, bei der höchsten Geschwindigkeit, aber dann tritt der Fahrer wieder die Kupplung und dann geht der Motor wieder in den Leerlauf und bleibt ungefähr dort stehen. Also so liest man dieses Diagramm. In der Firmware haben wir gefunden, dass es gibt diese Maske in einem Limit, wenn wir über, also das sind dieselben Kurven, die ich euch vorhin schon gezeigt habe, nur darüber gemalt. Wenn wir über diese Kurve hinauskommen, dann schalten wir auf den schlechten Ausstoßmodus, wo der Ausstoßwert limitiert ist. Wir können bei unserem Fahren sehen, dass das an diesem Punkt passiert, wenn der Fahrer ein bisschen beschleunigt über einen gewissen Punkt, überhalb der Belastungsgrenze. Wenn es EGR besonders reduziert. Aber das ist okay, weil man dafür nicht besonders viel Motorleistung braucht. Also es ergibt irgendwie Sinn. Es schaltet aber zurück, wenn wir wieder im Limit sind, dann würden wir erwarten, dass er ECU wieder einschaltet. Aber was wir stattdessen sehen, ist, dass das nicht passiert. Und der Grund dafür ist, du musst nicht unter das Maximum gehen, sondern man muss in dieses grüne, in diese grüne Gegend gehen. Man muss also bei einem ganz kleinen Drehmoment und ganz wenig Umdrehung pro Minute sein, damit es wieder umschaltet. Aber das passiert quasi erst am Ende, wenn der Motor länger im Leerlauf und diese Zeit, wo das Auto lange Zeit eine konstante Geschwindigkeit fährt, da waren wir zwar innerhalb der Belastungsgrenzen, aber das ist, also wir haben sie zwar kurzzeitig überschritten, aber es ist nicht wichtig, wie lange man sie überschritten hat, solange man nicht wieder zurück in dem grünen Gegend war, ist man einfach immer noch in Ausstoßmodus mit viel Ausstoß, obwohl wir innerhalb der Grenzen waren. Lass uns einen Blick darauf werfen, wie oft das wirklich passiert bei echten Fahrdaten. Also hier haben wir Daten, wo wir durch die Städte gefahren sind und wir sehen, dass wir immer mal wieder die Limits bestrecken. Okay, hier sehen wir Autobahn. Grafen, Fahrten auf Autobahn, aber die sehen sehr interessant aus. Sie sehen so aus, als ob sie irgendwie designt wurden für eine bestimmte Sache. Also sie haben irgendwie spezielle Formen und es scheint etwas Verrücktes zu sein. Und es tritt sich heraus, wenn man wirklich was Seltsames tut, dann kann man in diesen Limits bleiben. Und uns ist gelungen, Dinge zu machen, dass wir innerhalb der Grenzen bleiben. Und die Antwort ist, wenn man den Test-Cycle fährt, dann bleibt man in diesen Limits.
Also, ja, diese Kurven definieren und oder passen ganz genau zu den Grenzwerten, um den NEDC-Test zu bestehen. Um es nochmal klar zu machen, es ist völlig in Ordnung, dass die Abgasrückführung reduziert wird für hohe Leistungen. Das ist normal und das muss man machen. Wenn man beschleunigt, dann wird die Rückführung immer geringer werden, wahrscheinlich auf Null. Und wenn man schnell fährt, dann ist das auch normal. Deswegen hat man diese Leistungsgrenze. Und wenn man diese Leistungsgrenze genau da hat, wo sie sein muss, dann ist das in Ordnung. Aber was wir denken, was das nicht in Ordnung ist, wenn man die Grenze nur einmal überschreitet, dann bleibt man in diesem Modus mit hohem Ausstoß für eine ganz lange Zeit, es sei denn, man kommt zu Leerlaufdrehzahl zurück. Und das ist das Problem. Also dies war nur, was wir in der Software gesehen haben. Und jetzt gucken wir mal, ob das mit der Realität übereinstimmt. Und wir haben, um das zu reproduzieren, sind wir konstant langsam gefahren, Leerlauf, dann sind wir ein bisschen gefahren mit etwas höherer Drehzahl und dann sind wir kurz über das Limit gegangen und dann wieder zurück. Und nachdem wir das gemacht haben, sind wir weiter wieder bei 2000 Umdrehungen geblieben. Und natürlich würden wir erwarten, dass der Motor links und rechts davon gleich funktioniert, denn der Motor macht genau das Gleiche. Er ist dasselbe Drehmoment, dieselbe Drehzahl, alles ist genau gleich und natürlich würde man die gleichen Emissionen erwarten. Und ja, und das ist aber nicht der Fall. Und das ist ja das Diagramm dazu. Und wir gucken uns grün und roten Balken an und man sieht hier, was vorher passiert und dann, nachdem das Limit überschritten wurde. Und in der Mitte kann man die Rückführungsventilposition sehen. Und man sieht, dass man ziemlich hohe Werte kriegt zwischen vielleicht 65% oder irgendwie sowas, bevor wir das Limit überschritten haben und nachdem wir es überschritten haben, selbst obwohl der Motor ganz genauso arbeitete, sehen wir viel niedrigere Positionen von dem Rückführungsventil, vielleicht 50% oder so. Und wenn wir ganz unten gucken, dann sehen wir, was der Stickoxidausstoß ist, das ist erheblich höher rechts als links. Und dieses hier, das hört sich nicht so an, als wäre das wirklich optimiert für Ausstoß. Der Motor macht genau das Gleiche und der Ausschuss sollte jeweils niedrig sein. Gehen wir zurück zu diesem Zitat, dass die Rückführung und der Katalysator funktionieren am besten zwischen 20 und 30 Grad Celsius. Ja, okay, aber was ist mit dem Leistungslimit und was ist mit dem Luftdrucklimit und was ist mit dem Geschwindigkeitslimit, und das wäre nicht funktioniert vollständig. Und die Opel-Antwort war natürlich interessant. Die haben natürlich behauptet, sie würden keine Testzyklusdetektion machen, erkennen können, sondern was sie gesagt haben ist, ja, und dann wurden sie gefragt, ob sie gelogen haben, wenn sie von dem, und es bezog sich nur auf den NEDC-Test, haben sie gesagt. Okay. Ja, nur da funktionierte das vollständig in dem NEDC-Test. Und natürlich der Vorstandsvorsitzende hat gesagt, die Anschuldigungen von Hackern, da geht es wohl um mich, sind Vereinfachungen, unzulässige Vereinfachungen von den komplizierten Zusammenhängen von einem modernen Abgasreinigungssystem und einem modernen Dieselmotor. Und diese Geräte sind ganz kompliziert und da kann man nicht so einfach nur isoliert betrachten, vor allem kann ein Hacker das nicht machen. Ja, und das war schon lustig. Und es gab noch was Lustiges. Ich habe leider nur ein deutsches Zitat hier. Und im Wesentlichen haben sie gesagt, dass sie keine Zykluserkennung haben. Es ist keine Zykluserkennung, denn wenn man das Auto auf der Straße genauso benutzt wie im Testzyklus, dann verhält sich das Auto genauso wie im Testzyklus. Ja? Genau. Okay.
Okay, aber was ist mit VW? Die haben genau dasselbe. Wenn man nach NEDC fährt auf der Straße, dann ist das genau das Gleiche und es verhält sich genauso. Und ich kann nicht einsehen, warum das nicht eine Zykluserkennung sein soll. Naja, also das war einiges über Opel, aber es gibt auch Lichtblicke. Und obwohl alles war falsch gewesen, was wir gesagt haben, wir verbessern jetzt die Emissionen und so, und soweit die Gesetze der Physik das erlauben, unter anderem ein Software-Update, ein freiwilliges Software-Update für das Auto und für die Autos, die schon in Betrieb sind. Und wir fangen damit im Juni an. Und im Juni, ja, okay. Aber welches Jahr? Diese Aussage ist vom Mai 2016 und es gibt es noch nicht. Naja, Opel hat immerhin neue Software gemacht im Juli und sie haben wohl schon länger daran gearbeitet. Im Juli 2016 hat das Kraftfahrtbundesamt, und die sind eigentlich ganz gut und die wissen auch, was sie tun. Die sind, die haben nicht genug Ressourcen und nicht genug Leute, aber die kennen sich mit Autos aus und sie wissen, wie man diese Untersuchungen macht. Und sie haben keine Vorgaben, was sie machen sollen und was sie nicht machen sollen, aber die haben die Sachen von Opel, von dem Zafira und dem Insignia, der ganz selten ist, ganz ähnlich ist und ähnliche Firma hat, und ich habe die Firmware gedumpt und haben alle diese Routinen, die ich vorgefunden habe, und die haben jedes Problem, was wir angesprochen haben, angepackt, und sie haben das Temperaturfenster vergrößert, und zwar eine erhebliche Verbesserung. Und sie waren tatsächlich in der Lage, das zu verbessern. Und das deutsche Umweltamt haben ein PEMS-System, ein tragbares Emissionsmessgerät, das kann man an den Auspuff hängen und kann die Abgase während des Fahrens messen. Und Opel hat ihnen ein Auto gegeben mit dem neuen Computer, mit der neuen Software, und sonst war das Auto völlig identisch. Und die Ergebnisse waren so: links die alte Software mit all diesen Sachen drin, die wir kritisiert haben, und auf der rechten Seite ist dasselbe Auto mit der neuen Software. Und es ist erheblich besser. Ist nur ein ganz bisschen über dem Limit, aber es ist viel, viel besser als vorher. Und um es mal im Verhältnis zu zeigen, vorher waren sie ziemlich, ziemlich übel auf der Liste. Oben sind die schlechtesten, unten die besten, und sie waren in der oberen Hälfte, und jetzt sind sie eins der besten, nur durch neue Software. Und es bedeutet, ja, das ist einfach eine tolle Nachricht. Sie haben es verbessert, sie haben ihre Autos verbessert, und ja, und hoffentlich kommt es bei den Autos an demnächst, und hoffentlich hat es keine Nebeneffekte, aber Opel weiß hoffentlich, wie man das überprüft. Und wir kommen hierher zurück, und wir haben mit dem Opel gearbeitet, und der Opel-Fall, es war einfach so, sobald sie dann die Autos aktualisiert haben und haben dann diese vorläufige Softwareversion, hat diese Verbesserung gebracht, aber es gibt immer noch andere, auch wenn wir mit Opel fertig sind. Und der Aufwand lässt sich nicht übertragen auf so viele andere Autos, und wir müssen generell was tun, um die Situation zu verbessern. Und was ich finde, digitale Kontrollsysteme sind einfach Blackboxes. Und die Hersteller haben das so gemacht, dass sie Blackboxes sind. Und sie geben sogar damit an, dass sie 10.000 Parameter haben, die kein Hacker verstehen kann. Und das ist ein ganz kompliziertes System. Und die sind so designt, dass sie undurchsichtig sind. Und das gilt für alle Autohersteller. Niemand will, dass andere da reingucken in ihre Computer, und das scheint, die Leute scheinen zufrieden zu sein damit. Oh, das ist so kompliziert, und deutsche Ingenieure sind so toll und die arbeiten da dran, und deswegen haben sie bestimmt eine ganz tolle Lösung gefunden. Und wir vertrauen diesen schwarzen Kisten. Und wir können nicht angucken und untersuchen, was da drin ist in den schwarzen Kisten in unseren Autos, und wir müssen dem Hersteller vertrauen, dass sie das Richtige machen. Und ja, die Untersuchung ohne Unterstützung des Herstellers skaliert einfach nicht.
für so viele. Und wir können das machen, aber die Hersteller können noch mehr Security einbauen in ihre Kontrollcomputer und wahrscheinlich kann man das überwinden, aber man braucht sehr viel mehr Zeit und ja, das skaliert nicht so, wie es müsste. Und diese kleinen Kisten sind wirklich, wirklich mächtig. Die können Leute töten mit den Abgasen. Und was wir brauchen, ist mehr Transparenz. Ein System, das Leute umbringen kann, muss durch Leute, durch Menschen untersucht werden können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ding. Und ja, also um so ein System zu haben, wenn man so ein System hat, was Leute umbringen kann, damit so dass normale Leute das untersuchen können, brauchen wir einiges. Wir brauchen zum Beispiel Zugriff auf den Source Code, um Reviews zu machen. Das bedeutet nicht, es muss Open Source sein. Wir wollen nicht die Hersteller bitten, alles Open Source zu machen. Aber was wir brauchen, ist zum Beispiel, wie Microsoft den Windows Source Code an Universitäten abgibt oder und wir brauchen Experten, die sich den Source Code angucken. Und wir brauchen Kontrollsoftware, die deren Design untersucht werden kann, mit vielen Kommentaren und menschenlesbaren Code. Ich will das nicht disassemblieren müssen, sondern ich will den Source lesen, um herauszufinden, was sie benutzt haben, um das zu definieren. Und ich will verstehen können, warum haben sie diese Kurve gewählt oder diese Karte. Und das muss untersucht werden, die Designkriterien von. Und wir brauchen Transparenz für die Entscheidung für diese Control-Software. Wenn ein Auto in einer bestimmten Art arbeitet und wenn ich mit diesem Auto fahre, dann will ich aussuchen können, was das Auto macht, zum Beispiel, indem ich einen USB-Stick reinstecke, dann will ich protokollieren können, was das Auto macht. Und am Schluss will ich rekonstruieren können, jede einzelne Entscheidung, die Software gemacht hat. Und das ist nötig, diese Transparenz ist notwendig, diese schwarzen Kisten durchsichtig zu machen. Vielen Dank. Okay, wow, ich bin überrascht. Ich habe tatsächlich 5 Minuten zu früh geschafft. Wow, also was mache ich denn jetzt bloß mit den 5 Minuten? Könnten die auf der Bühne rumstehen? Oder vielleicht haben die Leute ja Fragen? Lass es doch mal das Internet nachfragen. Ist das Internet soweit? Ja, wir haben hier eine Frage. Was glaubst du, ist die Verantwortung von Bosch, die Software und Hardware dafür zur Verfügung stellt, die Software bauen für Volkswagen? Das ist eine gute Frage und ich muss vorsichtig sein, was ich antworte. Meine persönliche Antwort, und das ist neben Volkswagen und Bosch, wenn man Software baut, von der man weiß, dass man sie illegal benutzt wird, dann sollte es deine Verantwortung sein, das nicht zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob das etwas ist, was man mit Gesetzen erzwingen kann, aber das sollte ethisch oder einfach für alle Programmierer von uns gelten. Man sollte keine Software bauen, die dafür gemacht ist, Gesetze zu brechen. Wir springen mal aufs Mikrofon 2. Vielen Dank für diesen wunderschönen Vortrag. Ich frage mich, ob du von Fällen kennst, von Fällen aus Australien, Volkswagen, die plötzlich einen Powerverlust auf der Autobahn hatten und die Fahrerin ist dann zum Beispiel von einem Truck überfahren worden. Also diese Sachen können tatsächlich Tote auslösen. Hast du mitbekommen, dass Software von Volkswagen
solche Motorfehler beim Fahren ausgelöst haben? Hast du da irgendwie Tests gemacht, die darauf hinzeigen, dass sowas bei normalem Fahren passieren könnte? Okay, es gab wohl viele Fälle, von denen berichtet wurde, aber eines war fatal, plötzliche, überraschende Verlust der Motorleistung. Ich weiß nichts von diesen Zwischenfällen, aber was ich weiß, ist, dass die persönliche Sicherheit das Nummer 1 Design-Kriterium ist. Natürlich können da Fehler sein und unvorhergesehenes Verhalten, aber die Sicherheit ist auf jeden Fall das oberste Designkriterium für die Leute, die das Auto fahren. Das ist gut, weil es ist halt nicht der Profit der Firma, also zumindest können wir das hoffen. Ich weiß nicht wirklich was von diesen Fällen, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Wenn irgendjemand noch mehr Informationen darauf hat, dann bitte sendet sie zu mir. Volkswagen sagt, es ist offensichtlich ein Problem der Schaltung bei automatischen Autos, aber das ist dann auch bei Handschaltungsautos passiert ist. So, die Erklärung scheint nicht zu stimmen. Okay, es scheint ein gutes Beispiel zu sein, wo wir noch mehr verstehen müssen, was genau passiert und wir vielleicht nicht auf den Hersteller uns verlassen wollen, die sozusagen erzählen, was passiert. Wir brauchen mehr Transparenz in diesen Fällen. Definitiv neutrale Unfalluntersuchung. Eine lange Frage und eine sehr detaillierte Antwort. Felix, das ist dein Applaus.